Warte. Ich habe hier mein Taschentuch Desinfektionsmittel getränkt. Das ist ein Desinfektionsmittel getränktes Taschentuch. Ich danke dir, Sven. Buonasera, carissimi amici e patrioti da Halle. Come sempre, per me, come italiano tedesco, un grande onore di essere oggi qui con voi assieme, specialmente di aiutare anche a Sven. Also für mich, bitte? Für mich, ich sag's dir gleich, nicht so schnell. Für mich ist es eine ganz besondere Ehre, natürlich auch Sven zu unterstützen. Er unterstützt mich auch in Berlin bei meiner Demo. Es ist ein Nehmen und Geben, man muss sich gegenseitig unterstützen. So funktioniert Widerstand. Richtig. Ich danke Ihnen recht herzlich. Grazie. Ich möchte auf zwei Kundgebungen oder Demos jetzt erstmal aufmerksam machen, und zwar am 23.05. in Berlin und dann am 6.06. bei uns am Pariser Platz in Berlin am Brandenburger Tor, Beginn der Veranstaltung von 13 bis 16 Uhr. Sven wird dabei sein, der Carsten Hempel wird dabei sein, Mahnmal gegen das Vergessen wird dabei sein, weil wir dürfen auch trotzdem dieser Corona-Zeit auch nicht die Opfer vergessen, die jeden Tag, wie gesagt, Schlimmes widerfährt. Auch an Sie muss auch erinnert und gedacht werden. Ich möchte über die Vorkommnisse kurz mal in Berlin berichten, was ich letzte Woche erlebt habe. Ich bin völlig erstaunt, ja, das Verhalten erst in allererster Linie der Polizei. Hätte ich nie gedacht, und ich möchte auch nicht jeden von der Polizei jetzt hier irgendwie verunglimpfen. Es gibt bestimmt vernünftige Leute, das glaube ich auch. Aber ich kann nicht verstehen, wie man versucht, die Menschen daran zu hindern, ihre offene Meinung zu sagen. Das kann ich nicht verstehen. Wir haben ein Versammlungsgesetz nach dem deutschen Grundgesetz, Artikel 8. Und dieses Vorgehen der Polizei in Berlin kritisiere ich auf das Allerschärfste. Für mich als Ex-Soldat ist es für mich eine beschämende Art und Weise, nicht zu akzeptieren, wie kann die Polizei zum Beispiel Hand in Hand mit der Schlägertruppe, Abteilung oder mit den SA-Truppen oder die Fußsoldaten der Antifa zusammen mitarbeiten. Das kann ich nicht verstehen. Das verurteile ich. Ich würde mich als Polizist mich wirklich fragen, was mache ich, was tue ich? Mich gleichzusetzen mit diesem Pack, sage ich, der Antifa. Für mich ist es so. In Berlin hat man alles getan, um die Wahrheit, um die Meinung zu unterdrücken, letzte Woche. Man hat die Demo gemacht am Alexanderplatz und überall stand die Antifa rechts und links, so dass man nicht auf diesen Platz gelangen konnte. Man hat alles abgeriegelt, hermetisch. Obwohl dort auch Demos auch angemeldet waren, auch von uns. Man zersprengt alles hier in Deutschland. Egal, was sie gemacht haben in Berlin oder wo sie hingehen wollten. Sie wurden immer des Hofes verwiesen. Wir sind gelaufen durch die halbe Stadt. Ja, wie irgendwelche Kaninchen. Und immer diese gleiche Masche, immer dieses gleiche Modus. Diese Zermürbungstaktik, diese feige Taktik, die ich definitiv nicht tolerieren kann und nicht verstehen kann. Es ist eine feige Taktik, sage ich, statt von Anfang an Visier gegen Visier zu stehen. Doch nicht einfach die Menschen die ganze Zeit zu drohen. Doch nicht einfach in den Platz laufen, 8 Polizisten kaschen mich und ich habe nichts verbrochen. Das ist keine vernünftige Art und Weise, vor allem wenn man nichts gemacht hat. Ja? Aber wenn die Polizei denkt und dieses System denkt, mich zu unterdrücken, mich klein zu machen. Ich bin Sizilianer, meine Familie hat gegen die Mafia gekämpft. Mein Urgroßvater hat in Russland gekämpft und ist bis heute noch vermisst. Ich werde definitiv ebenfalls nicht aufgeben, das versichere ich Ihnen, meine Herrschaften. Deshalb werde ich das Verhalten der Polizei nicht tolerieren. Ich habe für einen Moment, Freunde, wo wir durch den wir waren am Brandenburger Tor. Dann haben wir versucht, an eine Siegessäule zu gelangen. Dann am Alexanderplatz. Am Neptunbrunnen hat sich eine Situation entwickelt.
wo ich wirklich echt mit der Angst zu tun bekommen habe. Es standen Frauen und Kinder, auch junge Menschen und vor ihnen eine ganze Abteilung von der Polizei. Ausgestattet mit allerhärtesten Schlagstöcke etc., mit Helme. Ich habe wirklich Angst bekommen. Es hat mich erinnert an ein Bild damals in den 60er, 70er Jahren in Kent State Universität, wo damals viele Studenten zusammengeschlagen worden sind. Ja? Und auch zwei erschossen worden damals, gegen den Vietnamkrieg, die sie protestiert haben damals. Und die Polizei hat dreimal gedroht, die Leute dort, wie gesagt, vorzugehen, wenn sie sich nicht auflösen. Ich frage mich, wenn wir das nicht aufgelöst hätten, was hätte die Polizei gemacht? Hätte sie Tränengas benutzt? Gegen Frauen und Kinder und unschuldige Personen? Frage ich mich. Ja, Mann! In dem Moment habe ich wirklich echt mit der Angst zu tun gehabt. Nicht wegen mir, aber wegen der unschuldigen Personen, Frauen und Kinder wohlgemerkt. Und das finde ich schändlich. Das finde ich nicht korrekt. Das ist nicht deutsch, wie ich das kenne. Das entspricht nicht dem deutschen Tun oder dem deutschen Charakter sowas. Wie kann die Polizei sowas machen? Ich weiß, sie haben ihre Befehle. Aber ich kann der Polizei wirklich nur eins raten, wirklich zieht eure Helme aus und stellt euch auf der Seite des deutschen Volkes, eure Brüder und Schwestern. Ich würde mich schämen, später mal meinen Kindern den Fotoalbum zu zeigen. Da würde dich der Sohn dich fragen, Papa, was hast du denn gemacht hier 2020, was ich hier gesehen habe? Ja, wir haben auf die Leute hier eingeschlagen oder wie bei Angelika zum Beispiel jetzt letztlich in Berlin einfach so abgeschleppt in der alten Dame. Ich würde mich schämen, ich würde dieses Fotoalbum in der Schublade ganz tief verstecken, sage ich euch. Es entspricht nicht dem deutschen Charakter, den ich kennengelernt hatte, als ich in Deutschland kam in den 70er Jahren, in den 80er Jahren. Absolut nicht. Und diese feige Art und Weise, wie gesagt, mit der Antifa zusammen zu kooperieren, Hand in Hand, das verurteile ich. Wie kann man sowas unterstützen, der Antifa, die Leute drangsaliert, Leute schlägt, ja, abfackelt, die Polizei selbst angreift? Wie könnt ihr es, das frage ich mich, mit eurem Gewissen es klar machen? Ja, das verstehe ich nicht. Absolut. Und das sage ich als Ex-Soldat. Das hätte ich nie getan. Niemals getan. Da hätte ich lieber meinen Dienst quittiert oder ich hätte mich krank mit mich geschrieben, Freunde. Das sage ich als Italiener, als Mensch, vor allen Dingen als Patriot und als deutschliebender Mensch. Denn das deutsche Volk hat, so wie die Polizei jetzt umgeht, definitiv nicht verdient. Wie viel Leid hat diese Nation denn durchgemacht in all den Jahrzehnten? Vertrieben, bombardiert, gehungert. Und dann geht ihr gegen euren eigenen Volk so vor. Was soll noch den Deutschen noch alles widerfahren, frage ich mich. Schießt er das nächste Mal auf uns in Berlin oder in ganz Deutschland? SPD, Deutschland, ja? Hat geschossen. So fängt die Diktatur an, Freunde. Und ich bin mir fest überzeugt, dass wenn wir weiterhin so Druck machen, dass eines Tages sowas geschehen kann. Und das macht mir auf jeden Fall als Mensch mir wirklich echt Sorgen. Wie kann man ein Eid leisten, gegenüber so einer Bundeskanzlerin, die Asylkrise ausgelöst hat. Ja? Wie kann man sowas unterstützen, so ein trojanischem Pferd, eine persona non grata? Wie kann man so eine Person unterstützen, frage ich mich. Sie hat Deutschland in den Ruin getrieben, liebe Freunde. Und sie wird Deutschland vernichten. Wie kann die Polizei da Hand in Hand mitarbeiten mit so einem trojanischen Pferd? Die das eine Ziel hat, Deutschland komplett zu vernichten, zu zerschlagen. Und das wird sie schaffen. Das wird sie schaffen. Deshalb, wie gesagt, an der Polizei bitte ich wirklich ganz höflich, von Mensch zu Mensch, von Vater zu Vater, von Patriot zu Patriot, wirklich sich das echt zu überlegen. Aber die Art und Weise in Berlin, wie man vorgegangen ist, verurteile ich das auf das Allerschändlichste, definitiv. Entschuldigung, dass ich kurz mal über mich rede, bitte verzeihen Sie mir, das gehört nicht dazu, aber ich möchte euch was schildern, der Unfairness der Polizei, was mir widerfahren ist. Es haben sich 50 Leute zu mir gesellt, an der Weltzeituhr, und sind mir einfach gefolgt, die Leute. Dafür kann ich nichts, wenn die Leute hinter mir hergehen. Ja? Wir wurden alle umzingelt am Neptunbrunnen, wir waren Richtung Brandenburger Tor, und die Polizei kam, hat uns umzingelt, und ich habe mit der Polizei vernünftig kooperiert.
absolut, wie sich das gehört, als Patriot, als Mensch. Ja, ich habe kooperiert. Wir haben dazu, ich hab gesagt, können Sie mir bitte helfen, wie wir die Leute hier auflösen? Da habe ich alles gemacht. Die Leute waren zersplittert, die Sache war okay. Er hat sich bedankt für die Kooperation. Ich habe sogar deeskaliert. Alles gut. Dann stellt euch jetzt mal vor, nach einer halben Stunde, nachdem ich alleine Richtung unterwegs war, Richtung Brandenburger Tor, kaschen sie mich einfach so. Ja, statt von Anfang an, was weiß ich, mir der Anzeige zu geben, das wäre mir völlig egal gewesen. Ich stehe dazu, zu dem, was ich mache. Ja, ich stehe dazu, ich habe keine Angst. Ich muss mich später nicht rechtfertigen, liebe Freunde. Aber die Polizei muss sich später rechtfertigen. Ich muss mich nicht rechtfertigen, wenn ich eines Tages diese verdammte Welt verlasse. Dann kam eine Anzeige, Platzverweis, für gar nichts. Ja? Hätten sie mich nämlich von Anfang an mir eine Anzeige gegeben, hätte ich das verstanden. Aber nach einer halben Stunde mich alleine abzupassen, das finde ich feige. Das entspricht nicht einem wahren deutschen Charakter, so wie ich es früher als Kind es kennengelernt habe und ich es sogar hochgeschätzt habe. Das war nicht korrekt. Das war nicht korrekt. Ich werde definitiv Einspruch legen. Ich werde beim italienischen Konsulat mich beschweren. Ja, wie gesagt, dann möchte ich ein Platzverbot bekommen. Okay, ist so. Ich habe weitergemacht. Ich gebe nicht auf. Es ist mein Recht, auf die Straße zu gehen. Für meine Kinder, für die Zukunft. Ich möchte nicht, dass unsere Kinder eines Tages geimpft werden mit irgendwelche verdammte Chips. Liebe Freunde. Das muss doch der Polizei doch bewusst werden, in was für eine verdammte Zukunft wir gehen mit dieser Bundeskanzlerin, die wir in Berlin haben. Das ist die Wahrheit. Wisst ihr, wenn Bill Gates, was sie den Kindern in den Venen spritzen? Ja? Niemand darf über mich bestimmen, ob ich mich spritzen lassen gegen diese Influenza hier, die hochgeschüttet worden ist. Niemand. Das entscheide nur ich, liebe Freunde. Nur ich als freier Mensch. Und das sollte ja jeder entscheiden, er in Halle, der jetzt gerade hier zuhört. Nicht Bill Gates, nicht Belinda Gates, nicht Angela Merkel, sondern wir alleine, liebe Freunde. Ich traue dieser Regierung nicht. Wer weiß, was sie uns alles reinspritzen. Ist doch ganz klar, dass die Menschen dann hinterfragen. Ist doch logisch. Ist doch gesunder Menschenverstand. Ja? Aber ich lasse mir keinen Chip einbauen oder sonst was da. Denn da wird es hingehen, Freunde. Was sind wir denn? Irgendwelche Autos, wo man einen TÜV machen muss, jede 2-3 Jahre, wenn eine Influenza kommt? Ja? Nein, wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Zu der Situation, Freunde, nochmal. Weil ich Italiener bin, möchte ich auch kurz euch berichten, wie diese ganze Influenza in Italien, das Ganze, wie es geschehen ist. Es ist ganz einfach, wissen Sie, man muss einfach nur den gesunden Menschenverstand einfach einschalten. Die italienische Partei Partito Democratico Cristiano zum Beispiel. Seit Jahrzehnten gibt es Sparmaßnahmen in allen italienischen Gesundheitswesen. Dementsprechend, mit entsprechenden Temperaturen in Italien, kommt es ganz schnell, wie gesagt, vor, dass sehr viele Menschen halt irgendwelche Bakterien, Viren, Infekten etc. sterben. Es bilden sich Hotspots in den Krankenhäusern. Aufgrund auch der hohen Altersgrade in Italien sind so viele Menschen gestorben. Man hat Italien eigentlich geopfert. Ja, das ist die Wahrheit. Nicht hier, dass diese Corona uns alle dahin rafft, hier wie die Pest. 13 und wann war die Pest, wenn? 1600, 1500? Wie damals in Venedig. Wo die Pest damals war. Das war der Grund, warum in Italien so viele Todesopfer es gab. Denn hätte man nicht diese Sparmaßnahmen durchgeführt, würden in Italien bestimmt nicht so viele Tote sein. Ja, so sieht's aus, Freunde. Ich finde, ihr solltet nicht aufgeben. Lassen Sie uns zusammen weiterhin kämpfen. Für die Freiheit unserer Kinder und für die Zukunft Deutschlands, Freunde. Wir geben niemals auf. Habt gar keine Angst, das Recht ist auf unserer Seite. Früher oder später wird Bundeskanzlerin Merkel fallen, das versichere ich euch. Also ich, Freunde, lasst mich nicht auf jeden Fall überwachen. Denn darauf läuft es ja hinaus. Wie Sven gesagt hat, ja, es geht auch um Überwachung. Und wer einmal das Grundgesetz so verschärft,
und jeden Tag irgendwelche Gesetze durchpeitscht. Und wer einmal, ihr wisst ganz genau, wer die Zügel einmal fest in der Hand hat, der lässt sie nicht wieder los. Glaubt irgendjemand von euch, dass die Zukunft in Deutschland besser sein wird? Niemals, Freunde. Seit wir Merkel haben, wird es jeden Tag umso beschissener. Entschuldigung, mein Fachjargon, liebe Freunde. Wer hier in Deutschland träumt oder in dieser Seifenblase hier lebt, dass es besser wird in Deutschland, der hat sich definitiv verschnitten. Also rate ich jeden Einzelnen hier, steht auf die Straße zu gehen, egal in welcher Stadt, ob in München oder Erfurt, Halle, Berlin etc. Geht auf die Straße, gebt nicht auf. Gebt nicht auf. Auch diese Presse, die jeden einzelnen Menschen als Nationalsozialist, als Rechtspopulist, als Verschwörungstheoretiker, als Idiot, als Spinner diffamiert. Man muss sich echt vorstellen, wenn man zu mir sagt, Rechtspopulist, okay, ich bin ein Patriot, wir werden alle in diese Ecke geschoben, aber doch nicht unschuldig, irgendwelche unschuldige Pazifisten, irgendwelche normale Menschen. Da sieht man, was für eine Angst dieses System hat. Weil sie haben Angst, dass wir uns alle zusammentun. Das ist für sie die größte Angst, die sie haben. Deswegen kann ich den Deutschen, den Menschen in Deutschland nur eins sagen. Lasst euch bitte nicht mehr spalten. Hier gibt es kein Rechts und Links oder sonst aus der Art. Wir sind alle eine Nation, ein Volk, ein Mensch, Menschen. Wir sind Blut. Wir haben das gleiche Blut. Und da verstehe ich nicht die Polizei, warum die Polizei dieses Spiel mitmacht. Dafür ist Merkel ja auch verantwortlich, dass Deutschland so gespalten ist bis ins allerletzte Mark. Und das tut mir weh, als Mensch, als Italiener zu sehen, dieses Nicht-Zusammenhalten, es tut mir wirklich weh. Wir können sie nur schlagen, Freunde, dieses System, dieses Regime, wenn wir nur zusammenhalten. Now we go one, ja? We go all. Richtig. In Berlin standen wir doch. Ich sag, vor was die Angst haben. Linke und, wie soll ich sagen, und Rechtskonservative standen zusammen. Und davor haben sie Angst, vor dem Zusammenschluss. Deswegen kommen sie mit ihrer Scheißpresse überall, Nazis etc. pp. Und unterdrücken die Leute. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Wenn wir zusammenhalten, dann schaffen wir das auch, liebe Freunde. Lasst euch nicht mehr spalten. Seid eine Nation. Schweißt euch zusammen. Ich bin gleich fertig, Entschuldigung. Ich möchte an die Polizei noch eins sagen. Nach dem deutschen Grundgesetz, Artikel 8, haben alle Deutschen das Recht, sich ohne anzumelden und Erlaubnis friedlich und ohne Waffen sich zu versammeln. Alles andere, sage ich euch, liebe Freunde, ist für mich Diktatur. Jeder hat das Recht, auf die Straße zu gehen. So wie es im deutschen Gesetz hier steht, im deutschen Gesetzbuch. Das wär's, meine Freunde. Amici, Patrioti, Sorelli, Fratelli. Muchas gracias, Amano. È un grande onore di essere oggi qui con voi. Für mich eine ganz, ganz große Ehre. Ich bedanke mich recht herzlich. Euer Patriot. Sven, ti ringrazio molto. Grazie.